Mach mal einen zweiten Spielstand hier. Ich muss nämlich nachher noch weg. Etwas mehr als eine halbe Stunde habe ich noch. Ich überlege, was nehmen wir denn jetzt zur Heilung mit? Bleiben wir bei unserem Nährstoffdrink? Reicht mir das? Belasse ich es erstmal dabei? Was ich auf jeden Fall mitnehmen will. Ist ein Heiligenmedaillon. Das nehmen wir mal mit. Dann machen wir mehr als nur mitnehmen. Das rüsten wir gleich mal aus. Weil wir jetzt bald wieder mit Geistern konfrontiert werden in den Welten. Jetzt gehen wir erstmal durch das Loch zurück und sehen nach, was mit Eileen passiert ist, wieso sie nicht mit uns gemeinsam durch das Loch gekommen ist. Gleich nach diesem formvollendeten Ladebildschirm. Hi. Moin. Na, wie geht's? Oh, Henry. Oh. Have you been here the whole time? Yeah, and I didn't see any hole either. You just disappeared all of a sudden. I can't stay here by myself. I'll be cursed. I know it. What am I gonna do? I might know a way to save you. Do you know about someone named Joseph? Investigation about a religious cult and a man named Walter Sullivan. I got this letter from him. He told me to go down into the deepest part of him and to look for the ultimate truth. Let's do that. There must be something down there. Was lernen wir daraus? Was wir jetzt prinzipiell erstmal gelernt haben, ist, Eileen kann nicht durch die Löcher gehen. Die Löcher sind wirklich einzig und allein für unseren guten Henry. Und das hat einen Grund. Welchen werde ich nicht verraten, das wird das Spiel später noch tun. Aber es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum nur Henry da durch kann. Aber wir müssen jetzt den langen Weg nehmen. Zurück in unser Apartment. Ganz so einfach ist es leider nicht, wie wir uns das erhofft haben. Aber es gibt einen Weg, Eileen hier rauszubringen. Wir haben ja den kleinen Schlüssel. Ich meine, damit müssen wir jetzt hier hinten lang. Hinter dem Fahrstuhl weiter. Genau. Es offenbaren sich uns nämlich neue Wege. Ach, das ist die Treppe, die ich meinte. Guck, da kommt er. Der Patient. Stirb! Lustig. Ja, so wunderbar. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Genau sowas will man vermeiden. Aber wenn dann irgendwer einfach stupide anruft und man dann
auch noch ans Telefon gehen muss. Ist das alles nicht so leicht? Alter. So, Eileen, wir verpissen uns. Eileen, komm. Scheiß auf die Kerle, bis die wieder aufstehen, sind wir hier weg. Ja, Eileen, sieh zu, dass du hier an Land kommst. Gleich erstmal einen Gesundheitstrank einschmeißen wegen diesem Mist hier. Wir werden verfolgt, wir müssen durch die Tür, wir haben keine andere Wahl. Ich habe jetzt auch total das Konzept verloren, wie viel Zeit ich noch in diese Aufgabe investieren muss, damit wir hier nochmal eine volle Folge haben. Na toll. Und wir haben die Wendeltreppe erreicht. Den Weg hinab in sein tiefstes Inneres. Wessen tiefstes Inneres? Könnt ihr euch vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon denken? Wo, wenn da irgendwas im Nebel versteckt ist, kann ich es auf jeden Fall definitiv nicht erkennen, weil das ist grau in grau für mich hier gerade. Ich kann so gut wie gar nichts erkennen. Das nervt total. Dann muss ich jetzt hier in die Mitte. Hier wäre ein Loch zurück in die Wohnung. Aber wir sind jetzt an dem Punkt des Spiels, wo man möglichst selten in die Wohnung zurückkehren sollte, weil man sich dadurch selber unnötig schwer macht. Glaubt es mir. Ich muss trotzdem bald in die Wohnung zurück, weil ich dann speichern muss. Aber für den Moment gehen wir erstmal so weiter. Und gucken, wo wir landen. In einem Ladebildschirm landen wir erstmal. Und dann sind wir... Wo sind wir? Wo sind wir? Ich kenne diesen Ort. Es kommt mir alles sehr vertraut vor. Als wären wir schon einmal hier gewesen. Und tatsächlich waren wir auch schon mal hier, wie ihr sehen könnt. Denn wir haben schon eine Karte von diesem Ort. Wir sind zurück in der U-Bahn-Welt. Da, wo wir damals... Ich hab ihren Namen vergessen getroffen haben. Jetzt sind wir wieder hier. Du hast komische Prioritäten. Sind das zwei Türen? Wofür? Die ist jetzt nicht mehr verschlossen. Die ist zu. So, hinaus. Affen. Die Affen sind mit Abstand die schlimmsten Gegner in diesem Spiel. Ich hasse die Affen. Und ich liebe meine Axt. Das Schöne an der Axt ist nämlich, wenn ich die Animation erstmal gestartet habe, können mir die Gegner keinen Schaden mehr machen. Und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt hier. Schaden zu vermeiden. Nein, 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 da kommen noch mehr, da kommen noch viel mehr. Eileen! Bewegst du mal deinen Arsch? Eileen! Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, da sind drei mörderische Affen, die uns auseinanderreißen wollen. Vielleicht solltest du nicht direkt neben denen stehen. Ja, ist nur so ein Vorschlag. Und er steht immer und immer und immer wieder auf. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Wir haben den ersten getötet, ohne dabei Schaden zu nehmen. Das ist doch schon mal ein guter Start. Aber wir haben leider schon gesehen, da hinten sind noch viel, viel mehr von denen. Und wir sind immer noch auf ihn ausgerichtet. Wieso das? Jetzt nicht mehr. So, ich lade unseren Schlag schon mal wieder auf. So. Man müsste Eileen den Befehl geben können, warte hier, bleib hier, beweg dich nicht. So ist das nämlich gerade echt irritierend, was sie da macht. Während ich versuche, Schaden von ihr abzuwenden.
Alter, kannst du jetzt mal um die Ecke kommen? Ich will nicht da vorne rein, weil ich weiß, dass da... ja. Scheiße, ich weiß, dass da noch einer ist. Ich fände es toll, wenn einer von den beiden jetzt hier um die Ecke biegen würde und zu uns kommen würde. Aber aus irgendeinem Grund wollen die das nicht. Die machen das nicht. Das kriegen wir gleich aufs Maul hier. Nimm den! Kalonsch! So, und gleich treten! Jawoll! Boah, da ist der Nächste. Schön auf Abstand bleiben, bis wir geladen haben. Und dann keine Chance geben, uns Schaden zu machen. Was war das? Keine Chance geben, uns Schaden zu machen. Nimm das, du Freak! Und den auch noch. Und den sowieso. Und den. Und den. Und dann treten wir noch einmal drauf. Man soll ja niemanden treten, der am Boden liegt, aber bei diesen Affen ist es mir das definitiv wert. Oh. Dadurch, dass wir jetzt kein automatisches Heilen mehr haben, müssen wir unglaublich vorsichtig sein, was wir hier machen. Gerade in den Kämpfen, das ist echt nicht einfach. Deswegen laufen wir auch alles ab. Ich behalte nochmal im Blick, ob es hier irgendwo noch Items zum Einsammeln gibt. Das am Telefon war übrigens mein Techniker. Ja, ich habe einen persönlichen Techniker. Mit dem habe ich über das Schwarz-Weiß-Problem gesprochen. Aber so spontan und ohne sich das selber anzugucken, konnte er mir jetzt auch nicht helfen. Er hat mir im Prinzip nochmal das bestätigt, was ich mir selber schon gedacht habe. Nur das bringt uns nicht weiter. Hier ist nichts. Nichts, gar nichts ist hier. Nichts das Geringste. Was soll denn das? Ja, da kommen wir auch nicht hoch. Wo haben wir denn das nächste Loch? Das nächste Loch ist um die Ecke da bei den Badezimmern. Das werden wir auch nutzen müssen. Weil uns jetzt hier nämlich bald der erste Bosskampf dieses Spiels erwartet. Und das, ja gut, es ist Ansichtssache. Das Spiel hat entweder, je nachdem, wie man es jetzt wertet, hat das Spiel entweder 6 Bosse oder nur einen. Das ist so eine Definitionssache. Wie definierst du jetzt Boss? Es gibt gute Argumente für beides. Sagen wir Miniboss? Sagen wir mal Miniboss, aber das reicht auch schon. Da sind wir auf jeden Fall jetzt bald. Wo sind die Türen? Da sind die Türen. Nirgendwo irgendwelche schönen Gegenstände zum Einsammeln, das finde ich nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gib mir irgendwelches Zeug. Was war das? This looks like South Ashfield Station. Das könnte daran liegen, dass das South Ashfield Station ist. Boah, sag das mal ganz schnell dreimal hintereinander. South Ashfield Station. Das klingt natürlich besoffen, ne? Wir haben einen Nährstoffdrink. Ob ihr es glaubt oder nicht. Den schmeiße ich gleich ein, weil wir sind immer noch nicht auf voller Power. Und wir haben ja keine anderen Möglichkeiten mehr, uns zu heilen. Ich könnte mir Eileens Hilfe sichern für die Kämpfe, indem ich die Handtasche mit ins Inventar packe und ausrüste. Dann würde sie damit auf die Gegner eindreschen. Es gibt noch andere Waffen für Eileen. Aber letztendlich ist immer die Frage, will man das riskieren? Hier haben wir ein paar Schnecken, die wir zertreten können. Die zählen übrigens tatsächlich als getötete Gegner, warum auch immer. Aber ich will eigentlich nur gucken, was hier in der Ecke ist und ich will nicht, dass hier irgendwas explodiert. Das heißt, ich will gucken, was hier in der Ecke ist. Ich weiß, was hier in der Ecke ist. Hier in der Ecke ist der Weg nach Hause, den wir jetzt auch einmal bestreiten müssen.
weil ich einen Gegenstand aus unserer Truhe brauche, den ich gleich hätte mitnehmen sollen. Dann hätten wir uns diese Tour jetzt ersparen können und würden uns jetzt nicht unnötig in Gefahr begeben. Bin ja gespannt, ob das Radio anschlägt. Es schlägt nicht jedes Mal an, aber die Chancen sind groß, wenn man aus einer anderen Realität hier in das Apartment zurückkehrt. Noch ist alles ruhig. Ich weiß allerdings nicht, ob man das Radio in dieser Aufwachsequenz hier auch hören kann. Noch ist alles ruhig. Ich bin ja mal gespannt. Shit. Unser Radio ist aus. Aber ich muss jetzt als allererstes gucken, wo hängt denn die Uhr? Die ist da beim Fernseher, oder? Was ist das dunkel hier? Ich kann es nicht wirklich erkennen. Aber ich glaube schon. Wir haben neue Nachrichten. Ja, wir gehen mal den langen Weg rum zum Radio. Ich will euch jetzt nämlich erstmal das Radio demonstrieren. Hier können wir dann auch gleich mal speichern. So, da seht ihr schon, die Uhr spielt verrückt. Die Uhr spielt verrückt, was bedeutet das? Das bedeutet, diese Uhr ist besessen. Wir haben ein Haunting, also einen Spuk in unserem Apartment. Es gibt zwei Arten, diese Hauntings loszuwerden. Eigentlich gibt es drei. Wir können sie komplett ignorieren, irgendwann gehen die dann von alleine weg, indem wir immer wieder durch das Loch zurückkehren und irgendwann ist das Haunting dann verschwunden. Alternativ können wir uns, wenn wir einen Heiligenmedaillon ausgerüstet haben, dem Haunting nähern. Das Haunting fügt uns Schaden zu, wenn wir in der Nähe sind. Dieser Schaden wird allerdings vom Heiligenmedaillon absorbiert. Das zerbürst natürlich irgendwann, weil das hat nicht unbegrenzt Kapazität. Aber fügt gleichzeitig auch diesem Haunting Schaden zu. Und mit einem Heiligenmedaillon kann man ungefähr ein Haunting tatsächlich austreiben. Die weitaus effektivste und vom Spiel auch gedachte Möglichkeit, so ein Haunting loszuwerden, ist es allerdings, eine heilige Kerze aufzustellen. Ich möchte jetzt erstmal kurz, ich bekomme ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, je näher wir da dran gehen. Mach Radio an. So. Desto mehr Schaden fügt es uns zu. Man hat gerade schon gesehen, das ist das Geräusch, was wir jetzt im Prinzip immer dann hören, wenn ein Haunting in unserer Wohnung ist, weil das Radio darauf reagiert. Ich weiß gar nicht, ob es mehr als ein Haunting gleichzeitig geben kann, aber ich will es nicht ausschließen. So, dieses Haunting, das löschen wir gleich mal aus. Ach, wir haben eine heilige Kerze im Inventar. Das ist ja gut. Was ich eigentlich mitnehmen wollte, ist ein Schwert des Gehorsams. Und ein bisschen Heilung. Das Problem mit diesen Hauntings ist nämlich, die beeinflussen das Ende, was wir kriegen können. Um eines der guten Enden zu kriegen, beziehungsweise es gibt, bei Silent Hill gab es gemeinhin immer vier Enden. Im Original Silent Hill gibt es auch vier Enden. Da gibt es gut, gut plus, schlecht und schlecht plus. Und es waren im Prinzip zwei Variablen, die abgefragt wurden. Und wenn beide positiv waren, hast du das gut plus Ende gekriegt, etc. Hier ist es ähnlich. Es gibt zwei Variablen, die am Ende des Spiels abgefragt werden, um zu bestimmen, welches Ende wir kriegen. Eine dieser beiden Variablen ist Eileen. Deswegen ist es auch relevant, wie viele Lebenspunkte sie hat. Die andere Variable ist die Anzahl der Hauntings, die wir in unserem Apartment ausgetrieben haben. Also wenn wir keine Hauntings austreiben, können wir definitiv nicht das Plusende kriegen. Ob wir das gute oder das schlechte Ende kriegen, hängt davon ab, was mit Eileen passiert. Und ob wir das Plusende kriegen oder nicht, hängt davon ab, ob wir unsere Hauntings ignorieren oder nicht. Und ich möchte eigentlich versuchen, die so weit wie möglich auszutreiben. Hier kann ich das nicht hinstellen. Hier kann ich das nicht hinstellen. Nein, nicht das Medaillon zerstören. Alter! Einen Schritt zurück. Okay, das Haunting ist ausgetrieben mit Hilfe unseres Medaillons, das jetzt natürlich schon ziemlich mitgenommen ist und uns kaum noch für Geistern beschützen wird. Weil die Scheißkerze nicht reagiert hat. Wie dämlich war denn das gerade, bitte?
Okay, das Problem ist, unsere Truhe kann auch besessen werden. Das hängt mit der Puppe zusammen, die wir da reingesteckt haben. Und ich weiß nicht, ob wir dann noch auf die Truhe zugreifen können. Also sollten wir eine Kerze jetzt vielleicht im Inventar behalten. Was ich erstmal wegpacke, ist die Munition hier. Denn ich denke, wir werden im Nahkampf kämpfen. Den Bosskampf oder Zwischenbosskampf, wie auch immer ihr das nennen wollt. Hier ist ein Fetzen rotes Papier. Ich habe zwei geheimnisvolle und wirkungsvolle Artefakte gefunden, die beim Vermeiden von Geistopfern sehr effektiv zu sein scheinen. Die heilige Kerze und das Heiligenmedaillon. Sie sind nicht nur effektiv gegen die Geistopfer in der anderen Welt, sie scheinen sie auch daran zu hindern, in mein Zimmer einzudringen. Einfach die Kerze in der Nähe des Eintrittspunkts entzünden und ihre heilige Kraft ist aktiviert. Das Heiligenmedaillon scheint unheilige Energie abzuwehren, wenn es getragen wird, quasi ausgerüstet. Ich beginne Hoffnung zu schöpfen. 25. Juli. Haben wir noch ein zweites Medaillon in unserem Inventar? In unserer Kiste? Da muss ich gleich nochmal reingucken. Es ist ein schmutziger Umschlag. Darin sind ein Brief und ein Spielzeugschlüssel. Mutti, ich geb dir das, also wach bitte bald auf. Es ist in meinem Spielzeugzug. Rechtschreibung, sehr geil. Wir haben einen Spielzeugschlüssel, den brauchen wir tatsächlich in der U-Bahn-Welt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass in dem einen U-Bahn-Waggon damals eine Spieldose stand, die wir nicht öffnen konnten. Jetzt haben wir den Schlüssel dafür. Wir müssen nur erstmal da wieder hinkommen und das ist bei weitem nicht so einfach, denn dafür müssen wir unter anderem auch wieder die Rolltreppe hoch mit den Monstern, die aus der Wand kommen. Das habe ich im ersten Rundgang schon gehasst. Und im zweiten ist das noch wesentlich heftiger. Da werde ich auf jeden Fall wieder meine Schusswaffe brauchen. Aber ich werde jetzt an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen. Ich habe genug Grau gesehen für heute. Ich hoffe, das kommt etwa hin mit der Folgenlänge, trotz dem Anruf, den ich herausschneiden muss. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal habe ich die Sache mit dem Grau in Grau hier geklärt und kann tatsächlich auch wieder in Farbe spielen. Silent Hill 4 ist auf jeden Fall erstmal wieder da und sollte jetzt theoretisch auch durchlaufen bis zum Ende. Die Theorie ist nämlich, wenn ihr das hier seht, habe ich Silent Hill 4 schon komplett durchgespielt und fertig aufgenommen. Ob ich es tatsächlich ganz so schaffe, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall das, was ich versuchen werde. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, Silent Hill 4 macht euch genauso viel Spaß wie mir. Und das nächste Mal werden wir noch ein paar Affen in ihren haarigen roten Hintern treten. Bis dann.